Mistkerl! Was zum Teufel machst du da? Lass ihn los! Okay, ich bin zurück. Ruhe, Mann. Alles cool. Das ist nicht viel besser verlaufen. Oh. Aber ein wenig. Ich lebe noch. Bis immerhin. Kleiner Fortschritt. Aber es hat mich auch etwas Gesundheit gekostet. Da sind noch zwei. Scheiße. Wie mache ich das? Ich würde mal sagen, die Schrotflinte. Ups. Das wollte ich nicht. Oh Mist. Joel! Nein, das sind... Schau, wie viele. Oh Gott, da ist einer hinter mir, ha? Huh? Arsch. Das ist völlig verkorkst gewesen und trotzdem konnten sie mich nicht bezwingen. Eigenartig, ha? Huh? Ich war zu doof, die Waffe zu wechseln und habe einen Pfeil verschossen. Oh, Mann. Ich glaube... Oh, oh. Für dich nehme ich den Ziegelstein. Nein, doch nicht. Wie viel sind das, Mann? Ah, da ist er. Jetzt kein Scheiß, okay? Scheiße. Da ist noch einer. Ich habe als erstes gedrückt. Herr Gott, Joel. Ja, was soll ich machen? Und wieso haben die so viel Öl bei sich? Waren die in Öl eingelegt? Mir geht's nicht gut. Ich habe einen Haufen Gesundheit verloren. Und wieso kommen die alle von hinten? Gemein. Grundsätzlich sind sie doof, aber flankieren können sie. Wer rechnet denn mit sowas? Rechnest du auch nicht, dass sich die Giraffe im Zoo begrüßt? Muss ich wirklich ein Medkit benutzen? Will ich eigentlich nicht. Und das alles nur, weil ich nicht weiß, wie man die Waffen schnell wechselt. Ich meine, ich weiß es schon, aber ich war zu langsam. Was ja auch Sinn der Sache ist, sonst würde niemand in ein Holster investieren, ne? Kostet ja doch einiges. Ich glaube, das waren alle. Ich könnte noch mal runtergehen. Da war noch ein Schokoriegel. Irgendwo. Hier sind natürlich keine Schokoriegel, wo man sie brauchen könnte. Ist klar. Lasst mich doch ein paar Laden aufmachen. Sind sicher Hüter drin. Noch jemand hier? Nein. Da geht's nicht lang. Ich habe das übermäßig verkompliziert. Fürchte ich. Ich kenne mich nicht mehr aus, ich habe mich im Hotel verlaufen. Jetzt bin ich wieder da? Da war ich doch schon mal. Oder ist das ein anderer Stock?
Oh ne, das ist ein anderer Stock. Sieht fast gleich aus. Wie in Hotels so üblich. Oder? Nein, ist doch dasselbe Stock. Wie das? Ich bin doch rauf. Da täusche ich mich. Bin ich jetzt völlig verblödet? Genau. Bin hier lang und dann rauf geklettert. Wie kann ich dann jetzt in derselben Ebene sein wie vorhin? Ist ja eigentlich nicht möglich. Wenn es genau nimmt. Wo muss ich hin? Sag mir Bescheid, bitte. Ich habe mich verlaufen. Ist das ein Safe? Sieht aus wie einer. Nein, das ist eher eine Mikrowelle, glaube ich. Nein, das ist einfach nur so eine Umzugsbox. Ich glaube, hier sind wir richtig. Eine brennende Tonne habe ich noch nicht gesehen. Ja, da sind die Treppen. Okay. Jetzt sagt er mir Bescheid. Öffne die Aufzugtüre und klettere hindurch. Gleich. Das noch durchsuchen. Wieder erwarten ist da nichts. Aha. Sehr gut. Eine der wenigen Schubladen, wo was drin ist. War ich da draußen? Gerade vorhin, oder? Oder war das woanders wieder? Oh, diese Hotels. Sieht alles gleich aus. Wieso nehmen wir nicht die Treppe? Warum muss es der Aufzug sein? Oder meint er den Aufzug über mir? Möglich. Ja, er meint den Aufzug über mir. Sprengstoff. Alkohol. Alkohol. Dann drücken wir mal die Drehangel. Mein Lieblingsinstrument. Wir sind im Aufzug, müssen aber die Leiter nehmen. Mal sehen, wo wir landen. Nein! Oh. Das sieht nach Durchgang aus. Und ist es wahrscheinlich auch ein Durchgang. Das wird ganz schön eng, aber... Na komm. Ja, okay. Enge Dinge bin ich gewohnt von Tess. Stürzt das ab, oder was? Ich glaub fast. Hier muss ich einen Boost geben. Und wenn sie... Ah nein, wenn sie drauf springt, dann stürzt es ab. Auch nicht. Ich helfe dir rauf. Okay, los geht's. Okay.
Das dachte ich mir. Es kam, wie es kommen musste. Mir geht's gut. Naja. Alles okay? Nein! Du hast mich zu Tode erschreckt! Ich mich auch. Nein! Bleib da oben! Ich komme auch zu dir! Mach bloß deine Arbeit! Aber wie? Ich versuche. Tauchen geht nicht. Da steht eh schon Ausgang. Okay. Wohin jetzt? Gut, dass sie alles beschildert haben. Das sieht gut aus. Level B1. West Tower Staff Locker Room Elevators. Emergency Exit Stairs. Genau, die brauchen wir. Oder? Ist das so ein... Das ist nicht so ein Messerraum. Kann ich darüber? Ja, kann ich. Will ich darüber? Noch nicht. Erstmal alles absuchen. Kaum anzunehmen, dass hier was rumdümpelt. Doch, Scheren. Edward mit den Scherenhänden. Und den Gummifäusten. Okay, jetzt können wir. Geht sich, wenn er sich jetzt duckt, ne, siehst du, jetzt kann ich nichts konstruieren, weil wenn er sich jetzt bücken würde, dann wäre er unter Wasser. Würde absaufen. Während des Bastelns. Ich glaube, da hinten war ich noch nicht. Danke für den Tipp. Er kennt meine Orientierungsschwäche. Oh. Tauchen. Ja, ich weiß. Ich würde aber gerne an Land bleiben. Geht aber nicht. Ich muss tauchen. Wir tauchen die Stiegen. Oh, scheiße, scheiße. Das ist doof. Sehr gefährlich. Bin ich denn hier gelandet? Na, vielleicht eh du. Ich habe den Eindruck, irgendwas übersehen zu haben. Da drüben. Da drüben? Da oben? Wo? Wie? Hier ist alles abgesperrt. Oder? Kann ich hier weiter tauchen? Nein. Hier will er nicht tauchen. Ah, oh. Ein Messer. Ein vollständiges Messer. Wahnsinn. Gut, dass ich keines gebastelt habe. Sonst könnte ich das jetzt nicht aufnehmen und müsste es liegen lassen. Katastrophal wäre das. Meinen Sammeltrieb. Ein herber Rückschlag. Ich glaube, da geht's nicht lang. Wir müssen doch die andere Abzweigung nehmen. Ich hoffe, ich finde wieder zurück. Kurz nochmal Luft holen. Und abtauchen.
Hier waren die Treppen, oder? Nee, waren sie nicht. Kann ich was aufmachen? Das heißt, ich war hier noch nicht. Oder ich hatte es übersehen. Doch, ich war schon hier. Nein, jetzt bin ich auf der anderen Seite von dem Gitter. Verstehe. Ich verstehe. Verdammt. Sporen. Sporen. Setz die Gasmaske auf.